Durch den Krieg in der Ukraine ist noch nicht klar, wie hoch die Ernteausfälle beim Getreide sein werden. Für die Brauerei Murau spielt das allerdings nur bedingt eine Rolle. Denn bereits im Vorjahr haben sich 14 heimische Landwirte zusammengetan, um heimische Braugerste anzubauen. Das Ergebnis: das erste Murauer Bier aus 100% reiner Murtaler Braugerste. Murauer Bier lebt und arbeitet nach Leitlinien, die ökologische Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch der Umwelt bedeuten. Qualität, Regionalität, Nachhaltigkeit, Tradition und Innovation sind zentrale Themen, die sich auch vergangene Woche beim Bieranstich in Zeltweg widerspiegelten. Dort wurde nämlich erstmals reines Murauer Bier aus 100% reiner Murtaler Braugerste verkostet. Ja, es ist wirklich ein glücklicher Tag. Ich bin sehr, sehr froh und stolz auf das, was wir vor rund 14, 15 Monaten gestartet haben. Aus dem Samenkorn ist ein Gerstenkorn und zuletzt dann auch gutes Bier geworden. Wir haben einen Versuch gestartet, ob es möglich ist, auch Braugerste hier im Murtal zwischen 500 und 800 Meter Seehöhe zu bauen. Wir haben sehr innovative, junge, aktive Landwirte gefunden, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Steiermark, die das Projekt fachlich begleitet hat. Und es ist möglich geworden. Wir haben voriges Jahr mit 14 Bauern angefangen. Diese Landwirte haben sich sehr, sehr bemüht und haben 351 Tonnen Braugerste produziert. Das ist weit über den durchschnittlichen Erträgen pro Hektar, die in Österreich sonst üblich sind. Und das Schöne daran, jedes einzelne Korn war davon vermälzbar und ist mittlerweile zu Bier geworden. Und heute haben wir wirklich 4 Chargen produziert, die wir heute hier anstechen, wo reine Murtaler Braugerste drinnen steckt. Und man wird es zwar nicht schmecken, aber das Gefühl tut einfach gut, dass man aus der Region was für die Region machen kann. Welche Bedeutung wird es am Markt haben bei uns? Naja, im Vorjahr haben wir eher noch das Thema Regionalität und regionale Wertschöpfung als Fokus gehabt. Dieses Jahr ist leider durch diesen Krieg im Osten Europas vieles anders geworden. Der größte Getreidespeicher Europas wird dieses Jahr wahrscheinlich keine Ernte einfahren. Die Weltmarktpreise verändern sich, die Versorgungssicherheit ist bei weitem nicht gegeben und da bin ich sehr, sehr froh und sehr stolz drauf, dass wir mit unseren Bauern marktfähige, für beide Seiten akzeptierbare Verträge abgeschlossen haben und so die Versorgungssicherheit direkt vor der Haustüre haben. Das macht uns zu einer Gewinnersituation auf beiden Seiten. Die Landwirte, die Brauerei braucht sich keine Sorgen zu machen, am Weltmarkt irgendwo einzukaufen zu müssen, weil die Versorgungssicherheit nicht gegeben ist und regional schmeckt halt am ehrlichsten und am besten. Ja, für mich ist das eigentlich ganz was Großes. Wir sind vor circa 420 Tagen, haben wir eine Videokonferenz gehabt, der Herr Rieverer, Sepp, von der Geschäftsführer und mit dem Herrn Satzinger von der Melzerei. Und da es war in der Corona-Zeit, war ganz eine schwierige Zeit eigentlich. Und da haben wir versucht, auf einen Konsens zu kommen, dass wir was anbauen. Da haben wir eigentlich gesagt, ich schaue, innerhalb einer Woche bringe ich 50 Hektar zusammen, dass wir mal zum Starten kommen, weil wir verlieren ja sofort wieder ein Jahr. Und schließlich und endlich haben wir nach einer Woche 51 Hektar Bananen gehabt, haben wir das angebaut, haben wir passende Erträge gehabt. Und wie wir jetzt sehen, haben wir auch die passende Qualität. Und das ist im ersten Jahr, muss ich sagen, das ist fast wie ein Geschenk, dass alles so gut hinhaut. Ne? Auch Landesrat Johann Seitinger und viele weitere Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, bei diesem besonderen Anstich dabei zu sein. Also zuallererst bin ich mal sehr, sehr stolz, dass wir noch eine kräftige steirische Brauerei in unserem Land haben, nämlich die Murauer Brauerei. Viele andere sind ja großen Konzernen sozusagen angeschlossen. Hier hat man das Herz noch im Blute. Zum Zweiten schätze ich das sehr, was auch der Sepp Rieverer hier heute sehr klar und deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass die Regionalität, damit der Klimaschutz und dieser grüne Gedanke auch im in der Unternehmensphilosophie so wichtig und bedeutend für sie ist. Und das Dritte, und das kann ich nur im Sinne eines
bäuerlichen Vertreters sehr klar zum Ausdruck bringen, dass die Bauern hier mit einer innovativen Idee, Braugerste anzubauen, einen neuen Weg des Einkommens finden, ein mutiger Weg in einer guten Partnerschaft. Ich glaube, eine einmalige Chance, die es gegeben hat, die man nutzen musste. Und der Gewinner daraus ist der Konsument eines guten Bieres, der sich jeden Tag erfreuen kann, ein Murauer zu trinken. Die Partnerschaft zwischen Christoph Sumann und Murauer Bier, die gibt es schon ewig lang, die gibt es schon seit 2006. Bin ja quasi in Murau oder rund um Murau aufgewachsen und das Murauer Bier war natürlich immer ein Begriff und habe schon sehr früh in meiner Karriere immer ein bisschen geliebäugelt mit einer Partnerschaft, habe mich aber nicht fragen getraut. Gell? Ich habe gedacht, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen zu klein sein für eine Partnerschaft. Und habe mich dann irgendwann einmal getraut, das war nach den Spielen, in Olympischen Spielen in Turin 2006. Ja, und seitdem sind wir eng miteinander verbandelt. Ich bin die Sabrina Simara, bin in Kenia geboren, bin in Österreich aufgewachsen. Jetzt bin ich mittlerweile schon das sechste Jahr im internationalen FIS-Bereich unterwegs und habe mich ganz gut entwickelt. Und da bin ich irrsinnig froh, weil das einfach den Weg bis daher ermöglicht hat. Ohne den Murauer wäre mein Weg wahrscheinlich schon vorbei gewesen, weil es finanziell natürlich sehr intensiv ist, der Skirennsport. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich so einen langjährigen Sponsor habe. Die Brauerei Murau ist nicht nur die erste grüne Brauerei Europas, sondern sie setzt mit dem innovativen Braugerstenprojekt ein weiteres starkes Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Regionalität.